Das Gute ist, dass ich einfach unwahrscheinlich viel Humor habe. Also meine Magisterarbeit war ja damals über Daniel Harms. Ich war mir nicht sicher, ob mein Professor, der das überhaupt bearbeitet hat, also als Erstkorrektor, ob der überhaupt weiß, wer Daniel Harms war. Es hat mich einfach interessiert. Erstens machen wir uns nur kurze Erzählungen, dachte ich mir, super, da brauche ich nicht so viel lesen wie beim Dostojewski oder irgend so ein Scheiß. Und ich fand den einfach mega spannend als Mensch. Und die sind auch richtig gut, seine kleinen Geschichtelchen. So, und ich musste das also rauf und runter praktisch durchanalysieren, ob es, keine Ahnung, was es für, wer das erzählt hat, er Erzähler, ich Erzähler, bla bla, die ganze Geschichte von der Literaturwissenschaft da rauf und runter, naja, habe ich dann auch gemacht. Ich war eigentlich aus meiner Sicht nach, ich sag mal, 40 Seiten, war das Ding eigentlich fertig, wo man dachte, ja. Und alle, Gabi, das reicht nicht, das sind nur 40 Seiten. Und ich so, oh Scheiße, okay, reicht das nicht? Ja, oh, soll man noch schreiben? Ja, dann habe ich mich halt nochmal hingesetzt und habe das halt überarbeitet. Habe gedacht, na gut, ein bisschen hier was aufbaust und da ein bisschen hin und dort ein bisschen. Und dann hatte das Teil fast 80 Seiten. Dachte ich, oh, das ist doch ordentlich. Dachte ich, das gebe ich jetzt ab. So. Den Schmarrn eh nicht ernst nehmen. So. Dann hatte ich während der ganzen Zeit einen Professor, der mich betreut hat in meiner Magisterarbeit. Wo ich, wenn ich da hingegangen, ich glaube, der hat nicht einmal die Primärtexte gelesen. Also den Eindruck hatte ich. Dann haben wir gedacht, ja, also ich weiß nicht, dann hat er mich, also ich hatte einen anderen Zweitkorrektor mir selbst ausgewählt. Einen anderen als den, der für ihn der Adlatus, der übrigens bis heute genau das Gleiche doziert an der Uni in, keine Ahnung, wo war das? Weiß ich jetzt nicht. Genau das Gleiche, wie wir damals bei denen gelernt haben. Genau das Gleiche. Bis heute. Identisch die gleichen Vorlesungen, die gleichen, wie auch immer. Ja, da hat man doch viel dazu gelernt. Und wie? Ich möchte heute einen kurzen Vortrag halten. So, den musste ich dann nehmen. Als Zweitkorrektor hat er mich runterkorrigiert. Also er hat mir eine gute 2 gegeben und er hat es dann nochmal runterkorrigiert, was sehr ungewöhnlich ist. Weil man normalerweise als Zweitkorrektor nicht noch einmal runter. Ja, das konnte ich mir jetzt auch nicht erklären, warum er das runterkorrigiert hat, aber das hat er halt gemacht. Und ich so, ah ja, vielen Dank. Und danach fragt er, ob ich über Harms vielleicht noch was fürs slawistische Almanach was schreiben will. Dann denke ich mir, das ist nicht so Almanach eigentlich. Oder der Kanon vielleicht. Könnt ihr über den Kanon was schreiben? Supi!